Hallo zusammen. Ja, heute kommt endlich mal wieder ein neues Video. Ich hatte jetzt eine kleinere Pause. Wetter war einfach unglaublich bescheiden. Dann ist mir die Kamera kaputt gegangen. Super ärgerlich. Ja, dann zu viel Arbeit. Hat einfach nicht gepasst. Ja, heute passt alles. Neue Kamera ist am Start. Wetter ist echt geil. Sehr kalt, kalter Wind. Aber die Sonne scheint. Habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, heute bin ich noch mal im Windpark Kleinwinternheim Niederolm in der Nähe von Mainz unterwegs. Ich habe den Windpark vor einem Jahr schon mal besucht und da war mir gar nicht bewusst, dass hier noch neue Anlagen geplant sind. Ja, zwei Stück. Eine steht bereits schon seit Ende letzten Jahres. Eine Enercon E103, sehr geil. Eine meiner Lieblingsanlagen. Das ist die Anlage direkt hier vorne. Die steht jetzt noch. Inbetriebnahme ist dann wahrscheinlich in den kommenden Wochen, schätze ich mal. Ja, und dann habe ich erfahren, dass hier noch eine andere Anlage in Planung ist. Und jetzt habe ich sogar schon festgestellt, dass die auch schon im Bau ist. Da hinten steht nämlich schon der Turm. Ja, und das soll eine G-Anlage werden. Eine G-Cypress 5.3 158. Irgendwo habe ich mal G 3.637 gelesen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eine G-Cypress wird. Ja, die werde ich mir gleich mal anschauen. Passt jetzt nicht so gut hierher, finde ich. Ich fände es geiler, wenn hier noch eine EP3 oder 5, EP5 hinkäme. Aber naja. Ja, die anderen Anlagen kennt ihr ja schon. Eine Enercon E115 steht hier noch. Dann viermal E82. Und dann die große, die größte im Park, die Enercon E141 EP4 mit 159 Meter Nabenhöhe. Und noch eine kleine, süße E40. Ja, richtig geil. Jetzt sind hier nämlich fünf verschiedene Enercon-Generationen vertreten. Das sieht man auch nicht so häufig. Ja, ich werde jetzt mal losziehen und mir mal die E103 von nahem anschauen. So, jetzt stehe ich hier bei der schönen E103. Echt eine meiner Lieblingsanlagen von Enercon. Echt geil, dass die hier noch gebaut wurde. Ja, die ist brandneu. Auf meinem YouTube-Kanal hat jemand kommentiert, dass sie Ende 2021 gebaut wurde. Hier stehen auch noch ein paar Bagger und Bauzaun. Die Baustelle ist also noch relativ frisch. Noch brandneu, die Anlage. Ja, die gleiche Anlage wie in Biederbach, auch 108 Meter Nabenhöhe. Das Coole an dem Turm ist, dass der fast bis oben hin aus Beton ist und nur das letzte Stück oben ist aus Stahl. Auch hier ist wieder Gaia, der Projektentwickler, hier aus Rheinland-Pfalz, aus Lambsheim. Die haben, glaube ich, alle Anlagen hier im Park geplant. Sieht auch echt schick aus. Das weiße Logo auf dem Rot gefällt mir schon gut. Ja, finde ich echt cool, dass die Anlage hier noch gebaut wurde. Muss ja auch nicht immer das Größte vom Größten sein. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, gerade was Repowering angeht oder Abstandsbeschränkungen, kann es halt nicht immer eine G-Cypress oder eine E160 sein, sondern es müssen halt auch einfach noch kleinere Anlagen gebaut werden. Ja, die E103 wurde ja leider komplett gestrichen aus Enercons Portfolio. Echt schade. Genauso wie die E92. Das sind halt beides so Wohlstandsanlagen, sage ich jetzt mal, als es Enercon noch gut ging. Aber jetzt konzentriert man sich halt auf die EP3 und EP5 Plattform. Naja, sehr schade. Wenigstens stehen hier ein paar in Deutschland. In Skandinavien sind es wesentlich mehr. Aber die, die genehmigt werden, die werden wahrscheinlich auch noch gebaut. Ja, die E115 hier hinten, die ist auch ganz schön laut.
135 Meter Nabenhöhe hat die, nicht ganz so hoch. Ja, die E82 und die E141 sind alle so ein bisschen im Trudelbetrieb. Die pitchen die Blätter alle ganz schön aus dem Wind. So stürmisch ist es heute eigentlich gar nicht. Das ist auch nochmal ein geiler Vergleich. E40, E82, E141. Sieht schon echt geil aus. Richtig cool. Drei verschiedene Generationen. Ja, und jetzt noch eine neue Generation von Enercon mit der E103. Sehr cool. So, ich habe jetzt hier nochmal angehalten. Das ist nämlich auch echt ein richtig cooles Bild. Drei verschiedene Enercon-Generationen. Vorne die kleine E40 mit ihren 65 Metern Nabenhöhe, 500 kW. Das war die erste Anlage hier. Richtig süß. Nebendran dann die E82, 108 Meter Nabenhöhe, 2000 kW. Ist auch noch eine ältere E82, die hat nämlich noch ein GFK-Maschinenhaus. Ja, und dann hinten die dicke E141. Das ist so eine geile Anlage. Die größte hier im Park. Noch, wenn dann die G-Cypress hier irgendwann mal steht, ist sie auch nicht mehr die größte. Aber trotzdem ein echter Gigant. Ist auch geil mit dem NSG-Turm, mit dem Raketenturm. Gefällt mir echt richtig gut. Ja, das ist halt das Geile hier am Park, dass man da so den Vergleich zwischen den unterschiedlichen Generationen hat. Da noch E82. Ja, die trudeln immer mal wieder, dann schalten sie sich mal wieder ein. So geht es hin und her. Ja, hier ist jetzt die E115. Mit 135 Meter Nabenhöhe. Die ist auch echt ganz schön laut, muss ich sagen. Also ich muss sagen, der Bildstabilisator der Kamera ist echt ziemlich gut. Auch wenn man relativ nah dran ist, da bin ich froh. Ja, ich werde jetzt mal weiterziehen, sonst wird es kalt mit dem Fahrrad. Fahren wir noch zur E141 und schauen wir noch die Baustelle von der G-Cypress an. So, ich stehe jetzt hier unter der E141 EP4, die 136. Echt ein Gigant. Wahnsinn, diese Anlage. Die gibt echt richtig Gas bei dem Wind heute. Mann, sieht das geil aus. Da biegen sich echt die Rotorblätter richtig schön. Ja, und ich bin auch echt ein absoluter Fan von dem Raketenturm. Ich finde den so geil. Echt schade, dass man den nicht mehr baut. Fände ich echt geil, wenn man den irgendwie bei der EP3 noch bauen würde. Ja, aber ist wahrscheinlich auch zu teuer. Und es gab ja auch ein paar Probleme mit dem Turm. Ja, noch ist sie die größte Anlage hier im Park, die E141. Hier sieht man jetzt auch noch mal ein bisschen besser die Baustelle für die neue Anlage. Die liegt etwas weiter nördlicher. Ja, Turmbau ist noch nicht abgeschlossen, so wie es aussieht. Da liegen noch ein paar Segmente, die oben drauf kommen. Ja, auch Max-Bögel-Turm. Dann ja, wird es hier im Frühjahr mit dem Bau der Cypress losgehen. Boah, schaut euch mein Fahrrad an, ey. Abartig dreckig.
Ich habe ja echt den halben Acker mitgenommen. Echt richtig viel Dreck hier von dem ganzen Regen. Ja, hier nochmal schön die anderen Anlagen. E82. Die eine trudelt noch. E115, E40. Ja, und da hinten ist dann die E103, bei der ich vorhin war. Ein ganzes Stück weiter südlich. Ja, echt ein geiler Windpark. Gefällt mir echt richtig gut. Richtig spannend mit den unterschiedlichen Anlagen. Ja, echt so jammerschade, dass die E141 nicht mehr gebaut wird. Ich hätte die echt gerne noch öfters gesehen. So ein geiles Teil. Ja, Betreiber ist WPD hier. Ich war später noch zu einem anderen Windpark, etwas weiter südwestlich. Da steht auch noch eine E141, allerdings auf 129 Meter Nabenhöhe. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ich werde jetzt erstmal mein Fahrrad sauber machen, bevor ich weiterfahren kann. Und dann fahre ich mal noch zur Baustelle da unten und schaue mir das Ganze mal von Nahem an. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Baustelle für die neue Anlage. Ja, typischer Max-Bögel-Turm, wie man ihn kennt. Ist auch noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch 2-3 Segmente. Die liegen hier. 3 Stück sind es, glaube ich. 2 normale und dann der Adapter für den Stahlturm obendrauf. Sieht auch nochmal richtig cool aus mit dem braunen Turmfußanstrich. Sehr bezeichnend für die Bodenverhältnisse hier. Echt ein kompletter Matsch. Ja, ich habe gerade mein Fahrrad zerstört. Die Kette hat sich irgendwie so voll mit Schlamm gesetzt. Irgendwie ist der Umwerfer gerissen. Schöne Scheiße, ey. Jetzt kann ich gucken, wie ich nach Hause komme. Naja. Ja, ich bin jetzt nicht so begeistert, dass es eine G wird. Ich hätte mir natürlich lieber eine EP3 oder eine EP5 gewünscht. Hätte einfach besser hierher gepasst. Ja, aber es ist auch ein anderer Projektierer. Das hier ist Juvi und die ganzen Enercon-Anlagen sind von Gaia bzw. Bayware. Ja, ich schätze mal, dass es dann im Frühjahr hier losgeht mit dem Aufbau der Anlage, wenn der Turm hier bald fertig ist. Werden die Komponenten sicherlich bald angeliefert. Ja, und dann geht es hier bald los. Ja, zum Abschluss hier nochmal ein schöner Blick auf den Windpark von der anderen Seite. Das ist echt verdammt stürmisch. Ja, Sonne hat sich leider auch etwas verzogen. Ist gerade eine Wolke davor. Ja, hier nochmal schön die E82 in einer Reihe. Und dann die kleine E40 daneben. Schon auch echt ein krasser Unterschied zwischen E40 und E82. Das ist auch nochmal ein krasser Vergleich, die E141 und E82. Schon echt krasser Unterschied. Ja, und die neue Anlage wird dann etwas weiter unten gebaut. Die liegt dann so ein bisschen im Tal. Das war wahrscheinlich die einzigste Fläche, die man sichern konnte. Oben auf dem Berg wollte wahrscheinlich niemand verpachten. Ja, hier ist die E115 und daneben die E103, wo ich am Anfang war. Ja, ich schätze mal, dass sie in den nächsten Wochen dann in Betrieb geht.
Aber ich fände es halt echt geil, wenn hier noch eine EP3 gebaut werden würde oder eine EP5, dass man den Vergleich mit der neuen Generation auch noch hat. Die G passt jetzt hier nicht so gut her, finde ich. Ja, da hinten am Horizont, das wollte ich euch noch zeigen, da stehen auch echt verdammt viele Windräder. Da wollte ich ursprünglich hin, aber dieses Mal nicht. Jetzt muss ich erstmal mein Fahrrad reparieren und dann fahre ich da beim nächsten Mal hin. Ja, da hinten stehen auch noch jede Menge Anlagen. Rheinhessen, das ist echt verdammt krass. Naja, wird leider nichts. Beim nächsten Mal dann. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, wie immer. Gerne Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Drohnenvideo gibt es nochmal im Anschluss. Ich konnte leider nicht so gut fliegen mit der Drohne, weil es echt zu stürmisch war heute. Aber es sind trotzdem ein paar ganz coole Aufnahmen geworden. Ja, dann macht's gut, haltet die Ohren steif und bis bald. Thank you.